Welcome back, Ladies and Gentlemen. Ich bin Solf Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video und seht bereits, wo wir uns heute befinden, und zwar in der wunderschönen Braunston High School. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir heute im Albtraum-Modus unterwegs sind. Ich nutze gerne den Albtraum-Modus jetzt jeden Freitag für größere Häuser wie Prison, wie High School, die sonst immer zu kurz kamen, denn normalerweise ist das Albtraum ein bisschen zu kurz im Allgemeinen. Na, man hat nicht so die Schwierigkeit, den Geist herauszufinden bzw. die Beweise zu kriegen. Da sind natürlich dann Insanity oder mal 15 durchaus schwieriger. Aber ja, da kann man wunderschön auch diese Maps nutzen. By the way, wenn ihr dieses Video heute seht, dann wird heute auch noch auf Twitch ein Stream folgen. Ein kleiner Gumball-Stream. Schaut da gerne rein. Ist ab 18 jedoch, Ladies and Gentlemen. Ist natürlich dann doof für alle, die noch jünger sind. Aber ich bitte euch, darauf zu achten, gerade am Gumball-Freitag, dass ihr eben nur 18 plus. Also nur, wenn ihr 18 oder älter seid. Vorbeischaut. Aber ja, dann starte ich jetzt erstmal. Ich lasse euch ganz gerne immer die Videos so uncut wie möglich, aber ich glaube, hier könnten wir ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann auch ein wenig cutten, bis wir den Geist rumgefunden haben. Wir jagen Eric Anderson, brauchen einen Bewegungssensor, EMF und müssen während der Jagd räuchern. Let's go. Die Highschool ist eigentlich nicht unbedingt so schwierig. Gut, im Altro-Modus sollte man wissen, wo die Breaker zu finden sind. Warte, das erkläre ich euch gleich mal hier. Einmal, hier unten geht's rein. Einmal hier unter der Treppe ist ein Breaker-Spot, dann unter dieser Treppe und, hallo, genau, und hier oben in diesem Raum hier bei mich. Nicht alles täuscht, ich weiß nicht, ne, das hier müsste ein Klassenzimmer sein, ich glaube in dem, also in einem dieser beiden Räume. Da muss ich jetzt gleich selber nochmal nachschauen. Also, ja, dort ist der dritte Breaker-Spot und ja, deswegen gehe ich auch erstmal hier rechts rein, by the way, schöner Nebel und ich finde, die haben die super gemacht. Ich habe ihn vermisst. Ich habe ihn vermisst. Es ist einfach, es gehört zu einem Horror-Game dazu. Ganz ehrlich, die hätten jetzt hier auch noch einen Friedhof rausmachen können. Oder allgemein so eine Friedhofs-Map mit einer Krypta oder sowas. Wäre richtig geil. Wäre richtig geil. So eine Mischung aus Ghost Watcher und Ghost in the Scorp damals. Wäre mega. Und was auch immer das da hinten ist. Keine Ahnung. Hier haben wir okay, ja, es gibt noch manchmal Bugs. Aber hier haben wir wunderschöne Breaker. Sehr schön. Und ihr merkt das auch schon. Es ist ja schon relativ warm. Das liegt am Wetter. Finde ich eigentlich ganz gut. Okay. Es gibt jetzt mehrere Taktiken, wie man hier vorgehen kann. Und ja, okay, diese Bugs sind hier teilweise echt noch ein bisschen schwierig. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man vorgehen kann. Punkt 1, einfach stumpf rumlaufen, schauen, dass alle Türen zu sind und irgendwann geht eine Tür auf oder irgendwann ist eine Tür offen, die ihr zugemacht habt. Und dann wird sich dort wahrscheinlich der Geist drum befinden. Problem, sollte der Geist demotiviert sein, sprich das Licht anzumachen, die Tür aufzumachen, ist das Ganze natürlich ein bisschen tricky. Dann, Möglichkeit Nummer 2, ihr haltet euer Thermometer in jede Tür rein. Wäre eine Möglichkeit, irgendwann habt ihr entweder den Geist gefunden, sprich eine Temperatur, oder, okay, ich dachte, er bewegt sich, aber alles gut. Oder ihr hört zum Beispiel eine Tür irgendwo. Und dann wisst ihr auch Bescheid. Ich werde jetzt so eine Mischung aus beiden machen. Ich werde jetzt einen Run hier machen, sprich alle Türen zumachen. Und im zweiten Run werde ich dann mit meinem Thermometer hier die Räume abklappern. Jetzt momentan werde ich einfach nur mein Thermometer in die Räume reinhalten, so wie hier. In denen bereits eine offene Tür ist und es hätte sein können, wenn ich gelabert habe oder weil ich zu weit weg war, habe ich es nicht gehört, dass bereits die Tür aufging. Deswegen hier mal kurz reinhalten, hier ist alles clear. Wenn ihr einfach hier nur so stumpf rumläuft und schaut, dass alle Türen zu sind, dann könnt ihr gleichzeitig oder schaut ihr gleichzeitig auch noch, ob im Flur zum Beispiel Gefriertemperatur ist oder allgemein Geistraumtemperatur. Und das ist ja hier auch möglich, dass man hier Flurgeister hat. Also gesehen ist das jetzt auch schon eine Mischung aus beiden. Dass wir halt nicht direkt in solche Räume reinschauen, sondern in solche Räume. Hier ist alles clear, Wunderbärchen. Ja, ist mega spannend. Aber muss man halt auch durch. Da wäre es jetzt natürlich super, wenn man zu viert wäre. Einer geht links, einer rechts, einer oben links, einer unten links. Wäre natürlich super und irgendwann habt ihr den Geisterraum. Ja, das spart ein bisschen Zeit, aber ihr dürft nicht vergessen, die Sanity jobbt dann auch wiederum doppelt so schnell. Also es hat alles seine Schwierigkeit. Ich werde jetzt erstmal hier einen wunderschönen, hallo, Geisterraum suchen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder, sobald ich ihn gefunden habe. Bis dann. Ladies and Gentlemen, er jagt. Thank you.
Er hat seine Jagd irgendwo jetzt unter mir begonnen. Jagt immer noch. Das war jetzt ganz eng. Das war jetzt ganz eng. Himmelgott. Aber gut, das war leider auf Zeitgeschwindigkeit. Jetzt nicht verwirren lassen mit der Geschwindigkeit. Wir sollten jetzt erstmal rausgehen und seine DP nehmen. Er hat irgendwo hier unten seine Jagd begonnen, deswegen... Ja, ne? Also es könnte natürlich... Wenn er jetzt in der Eingangshalle war. Eingangshalle oder rechts daneben. Also ich bin jetzt hier schon seit einer Viertelstunde im Häuschen. Ich hatte eigentlich noch relativ häufig Licht an. Also so viel seine... Ja, wobei, mir wurde mal geschrieben in die Kommentare, dass in größeren Gebäuden eigentlich in erster Linie ist er nicht mehr los, aber wenn es hier auch schon der Fall ist, wegen diesem spärlichen Licht, das ist eine Tier trotzdem Job. Gut, ja, ja. Also, es war ein Geist, der nicht unbedingt eine hohe Geschwindigkeit haben muss, aber Line of Sight Geschwindigkeit bekommt. Punkt Nummer 1. Sanity, 3 Stück, also wahrscheinlich ein Geist, der 50% jagt. Ich nehme die beiden jetzt mal mit rein. Wir sind jetzt wieder auf 100%, das ist gut. Okay, also ist auch mal irgendwie spannend, so das Video zu beginnen mit einer Jagd. Aber so habe ich tatsächlich damals die Geister herausgefunden oder herausgefunden, wo der Geist ist hier in der Highschool. Und zwar in der Jagd. Hört sich doof an, ist aber so. Ja, 3 Grad. Wir haben den Geist hier. Kein Wunder, dass ich hier keine offene Tür oder sowas gefunden habe. Also ich muss jetzt gleich... Ich will jetzt erstmal hier schnell schauen. Die Tür habe ich auch nicht aufgemacht. Schauen wir mal. Ist es denn noch... Es ist noch temperiert. 15 Grad. Unter welchen? Ich habe mir jeden Raum angeschaut. Außer natürlich... Schauen wir mal. Die Eingangshalle. 9 Grad. Es könnte natürlich sein, dass sie jetzt schon wieder gewechselt hat. Weil hier wird es langsam ein bisschen warm. Aber... Es könnte sein, oder es sieht ganz danach aus, als ob wir hier einen Foyergeist haben. Natürlich super, wenn man eine Viertelstunde sich die komplette Highschool lauscht und hier nicht hinschaut. Das Problem ist, wir sind ja vorhin hier vorbeigegangen. Und ich glaube, ich habe darauf mein Thermometer nicht geschaut. Ich habe darauf nicht geachtet. Ihr hättet da an dieser Stelle zurückspringen können, oder ihr könnt auch jetzt zurückspringen, ob man da irgendwas gesehen hat. Denn eigentlich hätte ich da beim Vorbeigehen auch schon Geister und Temperatur haben müssen. Und das ist natürlich dann dumm. Das ist dämlich. Und jetzt die letzten Male bin ich immer nur hier Treppe runter bis hierhin. Und dann wieder zurück. Treppe hoch, oben angeschaut, hier runter. Ja, das ist natürlich genius. Das macht das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger, aber wir wissen, wo er ist. Wir wissen, das ist ein Geist mit Line of Sight Geschwindigkeit. Und er hat mich gefunden. Ah. Ach, leider nur ein Dreier. Aber er spielt gerne Ball. Was... Und schön ist, denn Ravi spielt gerne Ball, aber der war zu langsam für Ravi. Wo bist du? Wer bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du wütend? Bist du hier? Zeig dich. Hm. Ich mag diesen Raum hier nicht. Punkt 1, du kannst ihn nicht sicher machen mit Kruzifixen. Und das ist ein bisschen schwierig in einem so großen Raum. Warte mal, ich will eigentlich nicht dich anmachen. Ich will... War das das Licht von dem hier? Vom Foyer? Nee, der Lichtschalter müsste da hinten sein. Ich hätte gern hier Licht, wo ich jetzt gerade bin. Ah, da ist der Lichtschalter. Okay, Buch habe ich da hingelegt. So, sieht doch genauso beschissen aus. Also, das Licht ist wirklich der Wahnsinn. Ist der Wahnsinn. Okay. Ja... Wir bräuchten jetzt langsam mal unseren ersten Beweis, weil sonst wird das Ganze echt ein bisschen stressig. Und wie ich schon gesagt habe, man kann den Raum nicht sicher machen. Also, wenn der Geist jagen möchte, dann wird er sehr wahrscheinlich jagen können. Und das macht es natürlich ein bisschen unschön. Sowas wie Fingies ist hier halt jetzt auch schwierig. Wie alles. Schauen wir mal kurz hier manuell drüber. Haben wir hier irgendwo ein Orb? Irgendwas, was fliegt? Nee. Nö. Das wäre auch viel zu einfach. Das wäre auch viel zu einfach. Ganz klar. Das wäre viel zu einfach. Also theoretisch hätten wir hier wunderschön Sanity sparen können, indem wir einfach das Foyer vorher angeschaut hätten. Ja, ja, ja. Hinterher ist man immer klüger. Oh, EMF. Super. Wahnsinn. Und der Geist spielt eben gerne mit Bällen. Und da war bereits was. Da ist ein Orb, by the way. Hier links oben. Und ihr seht das. Nebel...
Und dementsprechend ist der Orb hier schön groß, damit man ihn schön gut erkennen kann. Aber ich war der Meinung, ich hätte Dots gesehen. Bin ich doof? Ich war der Meinung, ich hätte... Also es hätte natürlich... Kann auch sein, dass es ein Ball oder sowas war, durch den Raum... durch das Bild geflogen ist. Aber ich war der Meinung, ich hätte was gesehen. Hier sehe ich jetzt keinen Orb mehr. Wieso sehe ich jetzt keinen Orb mehr? Monsieur, sind Sie noch hier? Warte mal, welche Cam war das denn, auf der ich irgendwas gesehen hatte? Die hier. Hier war ich der Meinung, ich hätte was gesehen. Ah, hier haben wir auch einen wunderschönen Orb. Hier sehen wir ihn. Bam. Also er ist noch da. Ich war aber der Meinung, ich hätte noch irgendwas gesehen. Er so schnell im Augenwinkel einen Orb erkennen? Okay, das war das Buch. Oder? Nee, er hat irgendwas bewegt. Er hat irgendwas bewegt, das war zu wenig für das Buch, aber das können wir uns gleich nochmal anschauen. Wenn das Buch bewegt worden ist und das nicht beschrieben, dann ist das Buch raus. Das ist natürlich auch super. Aber irgendwas hat er bewegt. Gut zu wissen. Aber erstmal den Orb schon eintragen. Also, Geister mit Line-of-Sight-Geschwindigkeit wären diese hier. Die haben Line-of-Sight-Geschwindigkeit. Dots wären nicht unbedingt schön, aber das wäre halt einfacher. Mr. Krampf! So, wir haben ja alle schon drin, deswegen jetzt bei Bewegungssensoren. Ja, so möchte man Highschool haben. So möchte man Highschool haben, mit diesem grünen Licht. Hallo, hallo. Da waren Dots! Hä, ich bin doch nicht doof! Da waren Dots! Wunderschöne Dots. Wieso habe ich die gerade eben nicht gesehen? Ich starre da 17 Millionen... Ja, also ein Joker ist für mich raus. Der hat mich nicht gesehen. Jetzt mal Real Talk, der hat mich da nicht, der hat mich nicht gehört. Gut, ich bin über ihn drüber gegangen, vielleicht ist er deswegen dahin gegangen, aber, ne? Yuri. Das ist eine doofe Auswahl. Das ist eine sehr, sehr doofe Auswahl. Banshee. Unser Vorteil ist, wir könnten theoretisch uns hier hinstellen und da reinhalten. By the way, hier, Buch bewegt ist nicht beschrieben, also Buch. Tschüss. Aber gut, Tai war sowieso draußen. Also Yokai, ich habe halt über ihm geflüstert. Aber ein Yokai, na, die Range von ihm, in der er mich hört, ist gering. Und gut, es gab früher mal das Phänomen, dass Geister, wenn sie den Spieler nicht gesehen oder gehört haben, dass sie gerne über den Raum oder unter den Raum gegangen sind oder halt daneben. Sprich, die haben den Bereich abgesucht und wenn sie eben, ja, ist ja scheißegal, ob rechts, links, vorne, hinten, oben oder unten, ist ja auch daneben, aber ja, können sie halt über eine Treppe nur hin, was bedeutet, sie sind drüber gegangen oder drunter. Upp, finde ich auch. In welchen bist du reingegangen? Mhm, wahrscheinlich der am Boden. Ist jetzt, ja, schaut euch mal den Ring vom Parabol an. Blub, weg. Jetzt da, jetzt weg, jetzt da, jetzt weg. Okay, da finde ich gerade cool, im Nebel. So, theoretisch hätten wir jetzt hier die Möglichkeit, stundenlang jetzt hier zu sitzen, Parabol reinzuhalten, in der Hoffnung, dass wir irgendwas mitbekommen. Bin ich eigentlich drin? Weiß ich nicht. Was leuchtet da? Ich weiß es nicht. Gut, jetzt ist natürlich große Preisfrage, funktioniert das? Theoretisch ja, aber ich habe noch keinen Ausschlag jetzt, deswegen... Mehr zu sagen. Normalerweise ist ja hier Geisterraum und dementsprechend hätten wir hier die Möglichkeit, etwas zu bekommen. Durch Ausschlag. In der Schule. Alles klar. Wir haben eine beschissene Auswahl. Die mag ich gar nicht, wenn ich Alptop zocke. Tatsächlich finde ich es sogar einfacher, in der Insanity Challenge mit nur einem Beweis eine Auswahl zu treffen oder eine Entscheidung zu treffen, als hier im Alptop-Modus mit zwei Beweisen. Also, was hatten wir? Dots. Super. Für einen Yokai passt mir die Range nicht, dass er straight in meine Richtung gelaufen ist. Banshee roamt in die Richtung ihres Opfers und es wurde schon sehr eng. Wir haben nur einmal geredet, sonst hatten wir in der Regel oder hatten wir das Licht aus. Deswegen, dass sie in meine Richtung gekommen ist, sowohl unten erstmal in meine Richtung, weil ich ja rechts von ihr war, also sprich da hinten, dann aber auch oben auch mal in die Richtung. Das würde natürlich Richtung Banshee gehen. Weil der Joker hätte mich nicht hören dürfen. Und dass er dann straight in die Richtung läuft, ist schon sehr speziell. Gut, kann sein, muss aber nicht.
Eine Banshee roamt in die Richtung ihres Opfers. Wenn du Solo bist, dann bist du ihr Opfer. Bedeutet, sie roamt dann eher in deine Richtung. Frage. Wie wahrscheinlich ist das? Das ist halt jetzt gerade die große Preisfrage. War das ein Zufall oder nicht? Von den Geistern, die wir jetzt noch übrig haben, in der engeren Auswahl, wenn wir jetzt auch, gut, den Joker können wir rein, aber, ne? Jagen halt beide 50%. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Yure hier auszuklammern, auch nicht ganz einfach. Theoretisch hätten wir hier irgendwo ein Highschool-Versteck. Wo? Es ist immer noch da. Gut, ich bin auch jetzt gerade nicht drin, aber Geistraum wird nicht gewechselt. Räucherstäbchen. Ich gehe jetzt rein mit Räucherstäbchen. Es könnte sein, dass ich drauf gehe, denn ich kann nicht wirklich abhauen. Aber ja. Ich kann hier nicht die ganze Zeit hier draußen sitzen und... Ne? Geht ja nicht. Ich schaue jetzt gleich mal in der Bibliothek. Den Raum mag ich. Vielleicht ist da ein Versteck. So, hallo Ghosty, ich bin wieder da. Ah, du hast so geleuchtet. Also, das Problem ist... Also, die Dots sind ja die ganze Zeit noch da. Was bedeutet territorialer Geist? Oder er roamt einfach nicht. Oder sein Opfer ist halt eben da drin gewesen. Und sein Opfer, ihr Opfer, das Opfer, der Opfer, ich. Ich bin das Opfer. Ich würde mich da hinten verstecken. Ist kein Versteck. Aber da fühle ich mich noch sicherer als sonst irgendwo. Also, einfach nur stumpf weglaufen ist tricky. Also, der Geist ist immer noch hier. Wir sind die ganze Zeit dort. Unsere Sanity müsste auch noch relativ hoch sein. Wir könnten jetzt natürlich hier auch... Ja! Das sieht überhaupt nicht crazy aus. Also es sieht sehr cool aus, aber ja. Ja! Es war hier. Hier ist der Bewegungssensor ausgelöst. Jetzt haben wir hier auch Ausschlag. Was ist plausibel? Eine Banshee? Ein Yokai, der mich doch gehört hat, weil ich gerade über ihm geredet habe? Ein Yore, der random in die Richtung roamt? Ich finde eher die Banshee. Ich finde eher die Banshee. Die Highschool ist halt auch schwer einzuschätzen bezogen auf Gegenstände, sprich roaming in die Richtung, weil normalerweise, wenn jetzt der Geist den Geistraum wechselt, in den kleineren Häusern, sind dort Gegenstände und er wirft damit und das ist halt ein Indikator dafür. Selbst wenn du es nicht direkt hörst oder siehst, du gehst halt dann in den Raum und siehst, okay, da liegen Gegenstände. Beim Yore zum Beispiel, der geht in den Raum rüber und wirft mit Gegenständen und hupt sich aus. Auch wenn du noch im Geistraum bist. Die Banshee würde darüber gehen, wenn du da drin bist. Alter! Da habe ich jetzt einen kurzen Herzkasperl gekriegt. Das ist tricky. Ich könnte jetzt natürlich das... Ja, ich halte das Bravo noch weiter in der Hand. Den Banshee-Schrein. Also momentan ist für mich am plausibelsten eine Banshee. Weil es halt sehr speziell war. Direkt erstmal in meine Richtung gegangen, unten, dann Treppe hoch und in die andere Richtung. Es war ja sehr, sehr eng. Und bei allem Respekt, die Highschool ist groß. Dass der Geist straight in meine Richtung läuft, ist dann doch schon sehr speziell. Wie gesagt, der Yokai, der hätte mich jetzt nicht unbedingt hören können, sollen müssen. Als wenn er mich da oben gehört hätte. Ja gut, Line of Sight. Gib mir den Banshee-Schrei oder hör auf, mich anzuparsen. Das macht einen echt wahnsinnig. Alter. Heißt das Ding Hector? Nee, Helper. Banshee. Banshee ist meine engere Auswahl momentan. Und ich find's krass, dass ich Albtraum, gut, vielleicht liegt's auch einfach nur an der Map, aber dass ich schwieriger finde als Insanity. Wie gesagt, logisch gedacht. War ich zu weit weg für den Joker, dass, oh, damit er mich hört und dann straight in die Richtung, weil der ist ja hier straight gelaufen, hoch, straight hier hinter, keine Räume angeschaut. Joker ist für mich raus. Yore, roaming. Irgendwie zu territorial. Zur Banshee würde es passen, dass sie straight in meine Richtung läuft. Denn ich habe ja hier oben geredet mit ihm. Da war er noch hier in diesem Bereich. Also sprich, als ich hier in diese Richtung, also in die Richtung gelaufen bin, war er noch vor mir, unter mir. Was bedeutet, selbst wenn er zu dem Spot läuft, an dem er mich gehört hat, der ungefähr hier war, ich war da schon weiter hinten. Hätte natürlich sein können, dass er mich durch den langen Gang sieht, line of sight mäßig, aber ich ihn halt nicht gehört habe, weil er zu weit weg ist. Aber war schon seltsam. War schon sehr seltsam. Wir müssen ihn noch während der Jagd räuchern, weil es kann ja auch sein, dass wir vielleicht irgendwas ganz anderes haben. Dass es keine Line-of-Sight-Geschwindigkeit war, sondern normale Geschwindigkeit, sprich Thai. Auch möglich.
Auch möglich. Das werden wir jetzt gleich herausfinden, wenn wir eine Jagd räuchern. Aber irgendwie... Na, Banshee passt es nicht. Nicht nur, weil wir jetzt keinen Banshee-Schrei haben. Ja, ich weiß nicht. Dieser Krampf. Dieser Krampf ist das. Das ist der Wahnsinn. Was jetzt der Vorteil wäre, wenn es ein Banshee ist zum Beispiel. Ein Spieler hat 100%. Einer hat 0. Gut, da muss man natürlich Glück haben, dass genau der mit 0 sein Opfer ist. Oder würde ja auch schon reichen, wenn der... Wenn alle Spieler über 50% haben, einer hat darunter, also ihr Opfer sozusagen. Denn das Opfer kann sie dann jagen. Bei jedem anderen Geist zählt die Gesamtsanity. Ne? Wenn der Durchschnitt über Jagdtemperatur ist, über Hunting Range, dann kann der Geist nicht jagen. Wenn er darunter ist, dann schon. Banshee ist da anders. Die Banshee kann ihr Opfer jagen, sofern ihr Opfer in Hunting Range ist. Der Rest kann drüber sein. Auch der Durchschnitt kann drüber sein. Banshee kann trotzdem jagen. Danke, das Licht hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber es ist sympathisch, dass du das Licht da machst. Ha, der Lichtschalter ist da hinten. Ja, super. Die will mich baiten. Gut, dann gehe ich hier hin, um meine Sanity zu droppen. Ach. Ich weiß nicht, wie groß die Range ist. Du bist da kaum verwurstet, ist. Das ist ja Wahnsinn. Und eigentlich, ich will hier immer eine Kerze reinstellen, das ist wie so ein Feuertopf. Wie so ein Feuerfass. Kennt ihr das so? In Amerika ist es, glaube ich, eher verbreitet. Diese Fässer am Straßenrand mit Feuer darin. Daran erinnert mich das immer, auch wenn es halt eigentlich nur so ein Putzeimer ist. Aber daran erinnert es mich. So, hier sind bei dabei meine Räucherstäbchen. Und da drin ist mein Versteck, potenzielles Versteck. Ich bin halt gespannt. Theoretisch sollte ich mich da drin eigentlich auch nicht wirklich verstecken können, wenn es ein Banshee ist. Na, wenn sie in ihr, wenn sie so zielgerichtet in meine Richtung geht, obwohl ich nur einmal was gesagt habe, dann müsste sie mich eigentlich auch da drin finden. Also warte ich jetzt auf meinen Tod. Das ist unschön. Ich hoffe einfach jetzt auf einen Geist mit einer Geschwindigkeitsveränderung. Sprich, entweder Slow-Mo, Tie oder Line of Sight. Also erhöhte Line of Sight Geschwindigkeit und dann Line of Sight brechen. Und wenig Geschwindigkeit, Revy. Ist das nett? Was bist du? Aber gut, Ladies and Gentlemen, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten, bis unser Sanity Job. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Jagd beginnt. Okay, Jagd beginnt. Okay. Okay, das war knapp. Ich dachte, die Jagd wäre schon vorbei. Ich bin sehr im Zwiespalt. Also Punkt 1, das Buch wurde bewegt. Dementsprechend müsste es eigentlich raus sein. Wenn das Buch bewegt wird, ist es raus. Ich weiß aber immer noch nicht zu 100%, ob es im Altermodus auch der Fall ist. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, das ist... Normalerweise hätte ich gesagt, im Altermodus ist es genau der Fall. Aber, wir kamen uns vor wie eine erhöhte Geschwindigkeit. Und zwar ab dem Start. Nicht so schnell wie Raichu, aber schneller. Banshee, Yokai, Yurei haben das nicht. Dementsprechend wäre es nur noch der Tai, der halt so weit gealtert ist, dass das immer noch ein bisschen schneller ist. Ist aber gar nicht mal einfach. Was ich mir auch überlegt habe, bezogen auf den Yokai. Ein paar Punkte habe ich noch nicht mit einem bezogen. Punkt 1, der Geist ist territorial gerade. Yokai kann roaming gehen, aber wenn eine Banshee in die Richtung ihres Opfers roamt, dann wäre sie doch eher mal in meine Richtung gekommen. Aber er war seit Anfang an da drin. Die Türen, die offen waren, ich bin ja mehrmals durch die Highschool gegangen, die Türen, die offen waren, kamen von der Jagd. Was bedeutet, vorher hat sie nicht gewechselt. Und wenn sie geroamt hätte, in meine Richtung, hätte sie vielleicht noch Türen bewegt oder sowas. Sprich, sie wäre in meine Richtung gekommen. Und ich bin immer mal drum gegangen.
diesen Aspekt hatte ich noch nicht beachtet, was vielleicht von der Banshee weggeht. Und auch jetzt zum Beispiel, es waren sehr wenige Events. Eine Banshee gibt auch gerne Events. Muss nicht, kann aber. Wenn man aber beim Yokai zum Beispiel in der Nähe nicht redet, gibt auch keine Events. Oder wenige Events, warum auch. Ja, da geht auch die Stimme. Es war für mich jetzt hier gerade eine erhöhte Geschwindigkeit, aber es könnte auch Line of Sight Geschwindigkeit gewesen sein, die einfach noch nicht gebrochen war. Das macht das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger. Bei der ersten, aber, wenn es ein Teil ist, hätte er schon bei der ersten Jagd, als er unten durchgegangen ist, schneller sein müssen, weil ich da ja nie im Geisterraum war. Kein einziges Mal. Er hätte eigentlich Hyperspeed haben müssen. Auch die Sanity, wenn er angefangen hat, passt nicht. Deswegen Teil raus. Hallo, das wollte ich gar nicht. Hallo. Ich bin daher irgendwie beim Yokai. Für den Yuri, es gibt auch territoriale Yuris, aber für den Yuri war mir zu langsam. Zu territorial eben. Ich habe auch ja die ganze Zeit gewartet und die Dots waren die ganze Zeit im Geisterraum. Gut, Geisterraumwechsel erhöht sich zunehmend, je niedriger Sanity ist. Aber Roman kann er trotzdem. Ja, gut. Die Dots sagen ja einfach nur, dass der Geisterraum da ist. Ich weiß nicht, ich bin beim Yokai. Aber es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Es wären Banshee oder Yokai für mich. Banshee, weil er mich sehr straight gefunden hat. Yokai, bei wenig Events, bei territorial. Ja, ist gar nicht mal einfach. Ist gar nicht mal einfach. Aber ich glaube, ich lock Yokai ein. Ihr könnt ja für euch selber überlegen, was es sein könnte, Ladies and Gentlemen. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Geschwindigkeitsgeister, Tai, Raichu sind raus. Banshee würde ich vielleicht rausnehmen, weil... Was haben wir? Es war ein Yuri. Es war tatsächlich ein Yuri, der einfach territorial war. Gut. Es könnte auch sein, dass ich den jetzt als territorial einschätze, weil einfach wenig Gegenstände rum sind, ne? In anderen Häusern ist eine offene Küche. Auf die sind die Räume direkt daneben. Und du hörst die Gegenstände, wenn er sie da drin bewegt. Das ist hier vielleicht jetzt nicht der Fall gewesen. Oder er ist auf die andere Seite geroamt und ich habe die Gegenstände nicht gehört. Könnte sein. Schade. Schade. Diese Auswahl fand ich jetzt gar nicht mal so einfach hier. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also den Yuri hätte ich jetzt so nicht erkannt. Ich habe sein Yuri-Event nicht gehört. Nach dem Ausschlussverfahren, gut. Vielleicht hätte ich jetzt Richtung Yuri gehen können, wenn ich jetzt vorher schon überlegt hätte mit dem Roaming, dass ich einfach nur nicht gehört habe, wohin er geroamt ist. Sprich, wenn er irgendwo nach links geroamt ist. Ich stand ja rechts. Na, das hätte ich das doch mit einbezogen und den Yokai vielleicht ein bisschen weiter ausgeklammert, weil er mich hätte nicht hören können, aber trotzdem meine Richtung kam während der ersten Jagd. Vielleicht wäre ich dann Richtung Yuri gegangen, aber nee, um ehrlich zu sein, nee. Yuri hatte ich ausgeklammert. Aber ja, ich bin mal sehr gespannt, wie viele von euch auf den Yuri gekommen sind oder sich überlegt haben, ja doch, könnte ja schon sein. Die anderen finde ich unwahrscheinlich oder sowas. Würde mich mal interessieren, für den Fall, dass sich das jemand gedacht hat, dann gerne in die Kommentare packen. Ansonsten hoffe ich, dass wir beim nächsten Mal, nächste Runde Albtraum, die Geister kennen. Und ja, wenn ihr dieses Video am Erscheinungsdatum gesehen habt, dann wünsche ich euch jetzt noch ganz viel Spaß im Stream. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu Twitch. Schaut da gerne rein und ja, wie gesagt, ist nur ab 18. Ganz wichtig, jeder, der unter 18 ist und das preisgibt, wird leider von mir gebannt. Geht nicht anders, aber ja. Ich freue mich auf möglichst viele Zuschauer. Ladies and Gentlemen, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.